Das Erste ist, dass man das überhaupt versteht, dass es eine Rolle spielen muss. Es geht natürlich darum, die besonderen Bedingungen, die in einem Land, und das ist in Afrika anders als in Deutschland und das ist in vielen afrikanischen Ländern nochmal unterschiedlich, dass man das überhaupt weiß und dass man sich darauf einlässt. Und es gibt natürlich Dinge, die sind gewachsen über Jahrzehnte, Jahrhunderte und die müssen berücksichtigt werden, auch bei Geschäften. Man muss allerdings auch sagen, es braucht natürlich immer auch ein Verständnis für beide Seiten. Also jede Seite muss die andere verstehen. Man kann nie erwarten, dass nur einer den anderen versteht und der andere sich gar nicht ändern muss. Also ich glaube, so wie sich westliche Investoren und Leute, die Wirtschaft voranbringen wollen in Afrika, in die afrikanische Seele hineinversetzen müssen, so muss man in Afrika auch lernen, welche Randbedingungen westliche Firmen hier in Deutschland, aber auch in Afrika haben, damit sie in einem Vorstand überhaupt das Geld bewilligt bekommen, das sie in Afrika investieren wollen. Am besten ist natürlich, dass jeder Einzelne sich selbst daran hält und nicht korrupt ist. Das betrifft natürlich die Regierung, die Abgeordneten und dass man diese entsprechenden Konventionen zeichnet. Aber es betrifft natürlich auch die westlichen Firmen, dass Korruption für sie kein Thema ist. Und wir haben hier in Deutschland auch mit Peter Eigen, den Gründer von Transparency International. Also ich glaube, dass gerade das Thema Transparenzinitiativen, auch zum Beispiel im Rohstoffsektor mit EITI, dass das wichtige Programme sind, wo wir auch viel von diesem Ministerium aus das unterstützt haben und vorangebracht haben. Am Ende ist es fast unmöglich für einen Staat und für ein staatliches Programm, wenn zwei korrupt sein wollen und sich gegenseitig bevorteilen und das Schweizer Konto lockt, dann kann man das nicht verhindern. Was wir tun, auch im Rahmen der G7, ist auch eben auf diesen Schweizer Konten Transparenz herzustellen, sodass es sich nicht lohnt, Geld zur Seite zu schaffen, weil man, wenn man dann vielleicht als Staatschef nicht mehr so mächtig ist, doch nicht rankommt. Und dann lohnt sich das auch nicht vorher. Wir haben das ja erlebt beim arabischen Frühling. Ben Ali in Tunesien wollte dann irgendwie, glaube ich, 30 Tonnen Gold abholen oder Mubarak in Ägypten wollte auf sein Konto zugreifen, auch Gaddafi. Wir können schon diese Konten sperren, aber besser ist natürlich, wir vermeiden, dass überhaupt so viel Geld beiseite geschafft wird.